Außerdem hat das Kabinett ein Gesetz gegen Hassbotschaften und Hetze im Internet verabschiedet. Betreibern sozialer Netzwerke wie Facebook oder Twitter drohen künftig Millionen Bußgelder, wenn sie nicht zügig und konsequent strafbare Inhalte löschen. Die Firmen werden zudem verpflichtet, regelmäßig über den Umgang mit Beschwerden zu berichten. Kritiker befürchten, dass zu viel gelöscht wird und die Meinungsfreiheit im Netz Schaden nimmt. Es trifft sie, im Netz beschimpft zu werden. Renate Künast weiß, wie sich Hasspostings anfühlen. Mörderin, das ist oft beliebt, dass in solchen Fällen wir als Mörder bezeichnet. Oder ihr werdet bald euch in eure Löcher verkriechen, wenn ihr es überhaupt noch schafft. Hasskommentare auf Twitter und Facebook. Die Anbieter der sozialen Netzwerke seien in der Verantwortung, so der Bundesjustizminister. Sie sollen strafbare Inhalte löschen. In der Vergangenheit zitierte Maas Vertreter der Internetgiganten in seinem Ministerium, setzte auf Freiwilligkeit beim Löschen ohne Erfolg. Unser Problem besteht im Moment darin, dass strafbare Inhalte nicht gelöscht werden. Twitter löscht nur 1% der strafbaren Inhalte und bei Facebook ist es deutlich weniger als 50%. Jetzt erhöht Maas den Druck. Das Kabinett unterstützt seine Idee. Wenn soziale Netzwerke strafbare Inhalte nicht löschen, gibt's Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Viel Kritik auch von Computerexperten. Sie haben also in Zukunft nicht mehr einen Richter, der entscheidet, ob Ihre Äußerung akzeptabel ist oder nicht, sondern das tut ein Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat eine schwere Strafe zu fürchten, wenn es Ihre Äußerung nicht löscht. Und keine nennenswerte Strafe zu befürchten, wenn es ihre Äußerungen löscht. Die Sorge, Facebook und Co. könnten zu viel löschen aus Angst vor Bußgeldern. Meinungsfreiheit auf der einen Seite, die Würde des Menschen auf der anderen. Befürworter und Gegner berufen sich auf wichtige Rechtsgüter. Dennoch muss sich das Parlament relativ schnell entscheiden. Das Gesetz soll noch vor der Wahl verabschiedet werden.